Hallo Leute, Radlauge hier. Willkommen zu einer weiteren Episode hier in den eisigen Kälten von Frostpunk. Wir haben gerade saftige minus 50 Grad und wir haben zudem eine weitere Flüchtlingswelle hier, die wir empfangen haben. Und ja, wir müssen mal schauen, wie wir mit den neuen Bevölkerungsmassen hier zurechtkommen, ob sich das Ganze hier noch in Balance hält. Wir haben 50 Kranke in Behandlung. Und da müssen wir jetzt mal langsam schauen, ob das hier überhaupt noch alles sich in Grenzen hält. Wir schauen uns kurz die Wärmemap an. Die ist absolut fantastisch. Also da haben wir auf jeden Fall gut das Ganze hier unter Kontrolle. Aber man sieht hier auch so langsam klettert die Kälte. Und da müssen wir mal schauen. Müssen wir mal schauen, wie wir damit umgehen können. Das heißt, heute der Plan, alles versorgen können. Und ich glaube, wir müssen noch ein paar mehr Jäger hier anstellen. Ein paar mehr Jäger für das Sammeln. Denn, es ist kälter geworden. Minus 60 jetzt. Denn mit 140 neuen Bewohnern, die wir jetzt hier in letzter Zeit dazu bekommen haben, da brauchen wir einfach noch ein bisschen mehr Nahrung, die reinkommt. Das heißt, wir machen jetzt hier nochmal eine ganze Welle an Jägern. Und schauen einfach mal, dass das hier passt. Sehr schön. Ansonsten brauchen wir jetzt hier vielleicht dann auch nochmal ein großes Lagerhaus für Nahrungsmittel. Was kann man hier noch machen? Krankenhausprüfliste. Krankenhäuser heilen Einwohner schneller. Das machen wir. Und ich glaube, dann kann ich da oben schön gemütlich noch ein Krankenhaus reinbauen. Aber dafür brauchen wir dann noch einen Dampfkern. Dampfbeheiztes Krankenhaus mit 10 Betten. Sehr schön. Schwerkranke erhalten eine sichere und zuverlässige Behandlung. Das ist auf jeden Fall auch nochmal ein netter Perk. Und dann schauen wir mal hier in die Welt hinaus. Schaut noch gut aus. Können wir hier noch Speer hinschicken? Können wir hier vielleicht denen entgegenkommen, dass die noch schneller herkommen? Das wäre eigentlich eine ganz gute Möglichkeit, glaube ich, dass wir die hierher führen, dass nicht so viele auf dem Weg sterben. Und ich glaube, wir brauchen dann noch ein Speisehaus. Dann machen wir mal hier noch... Oh, wo ist es? Nicht die Schneegrube. Ein Speisehaus kann man hier noch machen. Machen wir vielleicht hier mitten in diese Häuser Ecken. Und dann wollte ich hier noch eine Straße bauen. Und zwar eine Straße, die hier ein bisschen so durchgeht. Unser Straßennetz einfach verbessert hier. Dass die Leute nicht so lange laufen müssen durch die Kälte. Dass die immer schön die Abkürzungen laufen können. Und dann nehmen wir hier noch die Mechanisierung. Krankenhäuser beschäftigen weniger Leute. Sehr schön. Alright. Wir brauchen mehr Dampfkerne. Die kann ich aber, glaube ich, nicht schneller machen. Und dann hauen wir hier noch Arbeiter rein, die uns noch mehr Nahrung holen. Das hier ist unsere Fliegerstaffel hier unten. Sehr schön. So langsam nimmt das Ganze Form an. Gefällt mir sehr gut. Und wir bekommen, glaube ich, noch mehr Flüchtlinge. Jawohl. Da ist nochmal eine Gruppe angekommen. Die dritte Welle von Flüchtlingen ist hier. Sie stehen kurz vor dem Zusammenbruch. Sie sind von der Reise und der Pflege der Schwerkranken und Verletzten unter ihnen völlig erschöpft. Ihr Anführer Nansen ist nicht bei ihnen. Wir haben so viele wie möglich evakuiert, aber viele, auch Nansen, bleiben bei denen, die zu krank für die Reise waren. Der Allmächtige sei uns gnädig, der große Frost kommt. Sollen wir sie hereinlassen? Ja, ich glaube, wir müssen diesen Nansen-Dude mal retten. Der hat ja wirklich alles gegeben für die Rettung seiner Leute. Jetzt können wir selbst sehen, wovor die Flüchtlinge geflohen sind. Der große Frost kommt. Wir müssen uns vorbereiten. Unsere Wissenschaftler sagen, sie können die Stärke des Sturms auf der Grundlage ihrer Beobachtungen berechnen. Sie brauchen nur 1 bis 2 Tage, um ihre Instrumente vorzubereiten und sie in der Signalstation aufzubauen. Das heißt, wir bekommen hier hinten es mit dem großen Sturm zu tun, vor dem retten sich hier gerade alle. Das schaut sehr brutal aus. Und ich glaube, das ist das Kampagnenende. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir diesen riesen Sturm überleben. Und gleichzeitig müssen wir aber auch schauen, dass wir hier noch alle Leute, die hier irgendwie in der Nähe sind, retten. Der Nansen zum Beispiel, der ja seine Leute hergeschickt hat, den müssen wir auch retten. Da war auf jeden Fall sehr ehrenvoll unterwegs, dass er hier also dafür gesorgt hat, dass seine Leute hier in die Sicherheit kommen. Und er selber ist mutig zurückgeblieben. Aber wir werden unsere Speer jetzt losschicken und gucken,
dass auch Nansen und Anhang hier in die Sicherheit der Stadt geleitet werden können. Hier machen wir jetzt noch unser Häuserblöcklein fertig. Das schaut hier langsam richtig spektakulär aus, diese Stadt, finde ich. Da ist halt wirklich komplett alles gefüllt. Die Kohle ist auch ganz gut am Steigen. Das heißt, ich würde sagen, wir machen hier einfach nochmal so ein Dampfdingsterbums. Und ja, machen unser Stadtbild ein bisschen fertig hier. Dass wir hier einfach eine runde, rundum geschlossene, schöne Stadt haben. Und wir können noch ein bisschen was forschen. Schauen wir mal. Sammelstellen, Wärmedämmung. Das könnten wir vielleicht noch machen. Wir haben ja immer noch eine Sammelstelle. Dass die einfach noch in der Wärme arbeiten. Generatorreichweite will ich vielleicht gar nicht mal machen. Weil wofür? Wir haben überall diese Dampfzentren außenrum. Und die sind eigentlich schon... Ja, die decken eigentlich alles ab. Hier könnten wir... Was können wir hier machen? Fortschrittliche Messinstrumente in der Signalstation ermöglichen es, die Schwerte bevorstehender Stürme einzuschätzen. Ach so. Ja, das ist wahrscheinlich für die Story. Also machen wir das einfach mal. Und dann brauchen wir hier noch ein Krankenhaus. Gesundheit. Krankenhaus. Das machen wir dann hier rein. Dass wir die Schwerkranken hier noch versorgen können. Das sind halt echt viele Kranke. Und hier können wir dann noch die Ingenieure arbeiten lassen. Zusatzrationen hauen wir auch rein. Überwachung der Straßen. Eine Gruppe Betrunkener hat die Ruhe gestört. Ja, lass die ausnüchtern. Alles gut. Ich meine, es kommt gleich ein Sturm, ein heftiger, der vielleicht das Ende der Zivilisation bedeutet. Da kann man schon mal sich ein bisschen zulaufen lassen. Das ist okay. Beim nächsten Mal gibt es aber auch die, auf die Finger, ne? Das sollte klar sein. Gut. Dann können wir hier noch ein, so ein Sanitätshaus reinhauen. Schauen wir mal. Ah, halt, stopp. Da können wir hier noch Ingenieure reinhocken. Und dann würde ich sagen, geben wir hier noch Essensrationen raus an die ganzen Kranken. Damit die ein bisschen schneller heilen. Das ist nämlich gerade echt viel. Was wir hier an zu heilenden Leuten haben. Der Hammer. Okay, okay, okay. Die laufen. Kann man da nicht irgendwie so eine Fähigkeit einsetzen, dass man da mehr Platz hat in den Dingern? War da nicht was? Nee, oder ich finde es gerade nicht. Dann machen wir einfach noch mehr Sunny-Stationen. Wir haben ja noch ein paar. Wir haben noch ein bisschen Platz. Wir haben noch ein paar Ingenieure. Dass wir die halt alle behandelt kriegen. Wäre doof, wenn das nicht klappt. Und dann schauen wir mal. Hier haben wir jetzt die Signalstation gemacht. Das heißt, wir sollten jetzt auch gleich einschätzen können, wann der Sturm da ist und wie heftig er ist. Und hier machen wir noch die Wärmedämmung für die Sammelstellen. Oh oh. Auf den Sturm vorbereiten. Die Wissenschaftler wollen ihren Augen nicht trauen, aber sie haben ihre Berechnungen doppelt und dreifach überprüft. Sie sagen, die stärksten Böen des Sturms werden die Temperaturen auf einen Wert sinken lassen, den wir noch nie zuvor erlebt haben. Jagen wird unmöglich sein, die Pflanzen in den Treibhäusern werden erfrieren, alle außerhalb der Stadt werden umkommen. Ebenso wie wir, wenn wir unsere Unterkünfte nicht ausreichend beheizen können. Okay, das klingt super. Wir haben getan, was wir konnten, um die Heizleistung des Generators zu steigern, aber das alleine könnte unzureichend sein. All unsere Unterkünfte und Arbeitsplätze sollten so warm wie möglich sein. Die kommende Kälte kann innerhalb von Minuten töten. Das heißt, wir müssen sehr, sehr warm sein. Uns hier einrichten. Wir haben noch 7 Tage Zeit, alle Speer- und Außenpostenteams zurückzurufen. Wir müssen noch Überlebende retten und wir sollten für jeden Einwohner Nahrungsmittel für mindestens eine Woche, also insgesamt 3400 Nahrungsrationen einsammeln. Da sind wir auf einem guten Weg. Aber das wird anders heftig. Und dann würde ich sagen, machen wir hier nochmal einen Sammelposten, ein großes Rohstofflager. Damit wir hier noch genug Nahrung uns ansammeln können. Machen wir mal hier noch das Ganze voll. Ist hier nicht ganz symmetrisch, das tut mir leid. Ich hoffe, das triggert nicht zu sehr. Und dann können wir hier so langsam die Leute auch noch fertig heilen.
Hier auch. Es sind immer noch so viele. Wann kommt denn der nächste Dampfkern, hör mal? Hier bekommen wir noch Überlebende. Die bringe ich natürlich in unsere Stadt. Eieiei, sind da viele. Ach du Heilige. Da gibt es ja immer mehr von den Leuten. Naja, ich hoffe mal, das klappt, dass wir alle retten können. Kohle hält aber nur 3 Tage, trotz allem. Ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen öfter unser Vorarbeiter reinjagen, dass der ein bisschen mehr machen kann hier. Das wird jetzt auf jeden Fall eine interessante Geschichte. Wir brauchen nämlich immer noch mehr Heilung. Ich mache jetzt dann mal gleich unser nächstes Krankenhaus fertig. 85 Kranke. 85, das muss man sich mal vorstellen. Und dann machen wir hier noch diese Sammelstellen hier wärmer. Ich glaube, hier kommt auch viel von den Kranken her. Dass hier immer noch Leute krank werden. Hier bekommen wir noch mehr Überlebende und Verletzte, okay. Die bringen wir alle zurück. Wir müssen aber dann auch noch mehr Häuser bauen. Das kommt noch dazu. Aber hier haben wir noch ein bisschen Platz, das heißt, ich kann hier noch ein paar Häuser schon mal vorbauen. Wir haben allerdings dann auch wieder neue Verletzte, die ankommen. Das müssen wir auch bedenken. Das heißt, ja, da müssen wir wahrscheinlich nochmal nachbauen an Sanität. An den Sanitätshäusern. Vielleicht müssen wir dann hier auch nochmal unsere Stadt erweitern. Und dann machen wir hier vielleicht noch einen Ring. Ich finde das so geil, das Bauen hier. Das Bauen im Ring sozusagen. Echt super gemacht. Du kannst dadurch halt auch diese Ringförmigkeit komplett durchziehen, ohne dich zu verschätzen oder so. Manchmal durch größere Gebäude verschätzt du dich zwar schon, also es ist nicht ganz synchron immer. Asymmetrisch meine ich. Aber alles in allem finde ich das ganz geil gemacht. Speereinheit Nummer 2 sind zurückgekehrt, dann können wir die gleich sofort wieder losschicken. Und hier noch die ganzen Sachen erforschen. Und genau, neue Häuser werden gebaut. Das Einzige, was immer noch nicht klappt, sind die Sanitätshäuser. Da brauchen wir einfach noch viel, viel, viel mehr. Und das hier, das können wir anders lösen, die Straße hier. Dann können wir nämlich da noch was reinbauen. Straße abbauen. Genau, und dann kann ich hier in die Lücke nämlich noch eine Sanitätsstation bauen. Ich würde gerne meine Kamera kippen, so wie bei Anno. Fände ich ganz geil, wenn man da seine Ansichten noch so ein bisschen nach oben machen könnte. Dann könnte ich das Ganze hier noch ein bisschen besser abschätzen. Manchmal habe ich das Gefühl, ich kann nicht so ganz in die Ecken gucken. Dann holen wir hier noch die letzten Überlebenden, die in der Mission hier angezeigt waren, zurück. Und dann spulen wir weiter vor. Häuser reichen jetzt erstmal. Und jetzt sollten wir auch hier noch die letzten Kranken versorgen können. Was haben wir hier noch alles? Effizienteres Sammeln könnten wir noch machen. Alright. Und hier machen wir nochmal Action für die Automatons. Und ich glaube, den Automaton hier brauchen wir nicht bei der Fabrik. Das heißt, den kann ich jetzt auch woanders bauen, arbeiten lassen. Hier den Automaton brauche ich auch nicht. Ha! Wo setzen wir den denn dann ein? Wir könnten eventuell die Sammelstellen mit Automatons hier besetzen. Dass wir die Kohle hier auch mit Automatons absammeln. Dann müssen wir hier keine Arbeiter mehr einsetzen und dann werden die vielleicht auch nicht so krank. Wir haben schon wieder ein Achievement bekommen. Hyper effizient, okay. Na, bin ich mal gespannt, was das bedeutet. Müssen wir uns mal durchlesen bei Gelegenheit. Speer sind zurück. Okay, dann können wir die hier gleich weiterschicken. Und uns die ganzen Lager noch anschauen. Dass wir auch wirklich alles sicher nach Hause bringen. 7 Tage, 6 Stunden noch. Ich will noch so lange wie nur irgendwie möglich diese Dampfkerne mir abstauben, damit ich noch Krankenhäuser en masse bauen kann. Und hier oben haben wir ja sogar noch Dampfstrahler. Hier können wir noch Häuser reinbauen.
Aber das passt hier eigentlich ganz gut rein. Von der Höhe her. Dann machen wir das hier rein. Hier haben wir ja schon eine Straße vorgebaut. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir hier mal weiter. Was haben wir hier? Eine Meldung. Ausreißerin. Ein Mann möchte sie sehen. Er sagt, seine Tochter sei weggelaufen, nachdem sich die Nachricht über den Sturm verbreitet hat. Er möchte sich einen Speerschlitten ausleihen, um sie zu suchen. Sie ist kein Kind mehr, aber sie war schon immer sehr impulsiv und ist schnell verängstigt. Okay, dann rüsten wir ihn mal für die Reise aus und dann soll er seine Tochter suchen gehen. Solange ich dafür kein Speerteam opfern muss, ist mir das recht. Ich möchte lieber größere Gruppen an Menschen hier noch retten, aber hey, wenn er will, soll er ruhig machen. Wer bin ich, es ihm zu verbieten? Und dann können wir hier noch ein bisschen was erforschen. Bald haben wir wirklich alles erforscht. Ja, was kann man denn hier noch machen? Dampfkohlegenerator. Könnten wir auch noch machen, dass wir hier noch mehr Kohle rauskriegen. Aber Kohle schaut eigentlich ganz gut aus. Wobei es immer noch nur 3 Tage sind. Wir haben so einen heftigen Kohleverbrauch, dass das nur 3 Tage halten würde. Ah, nicht Rohnahrung. Hier. Ändern. Essensrationen, genau. Okay. Und dann können wir hier auch unsere Leute nochmal losschicken, unsere Speer. Aber ich würde mal sagen... Okay, das haben wir gemacht. Überlebende alle gerettet. Dann machen wir hier noch ein paar Häuser rein. 1 und vielleicht hier oben noch 2. Vielleicht machen wir noch mehr Jäger. Wir brauchen noch 3400 Nahrungsmittel. Bin mir nicht sicher, ob das ganz klappt. Nahrung, Nahrung, Nahrung. Hütte für fliegende Jäger. Dann machen wir hier einfach noch ein paar Jäger rein. Da können wir noch Jäger reinmachen. Und dann übertreiben wir hier einfach mal komplett. Weil wir sowieso fast nirgendwo mehr normale Arbeiter haben, sondern überall Automatons. Machen wir hier noch ganz viele Jäger rein. Und dann ist das... Ja, das ist hier echt fast komplett gefüllt, ne, das Loch. Man glaubt es kaum, aber man kriegt es komplett zugebaut. Verrückt. Okay. Dann... Dampfkohle ist auch erforscht. Wunderbar. Einspritzventile. Alright. Dann machen wir die auch noch hinterher. Hier können wir noch Arbeiter arbeiten lassen. Nahrungsmittelvorräte sind aber schon bereit. Wir machen trotzdem noch ein paar mehr. Ich will nämlich auch immer wieder den Vorarbeiter hier benutzen. Und dafür brauche ich natürlich dann auch nochmal Nahrungsmittelvorräte. Und was haben wir jetzt? Einspritzdinger. Und da haben wir noch mehr Überlebende. Eskortiert die Überlebenden zur Stadt. Da haben wir noch gezackte Felsen. Eieiei, ich will eigentlich hier alles mir noch angucken. Alle Überlebenden, die es gibt, retten. Schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Hier haben wir aber alles erforscht. Da müssen wir nichts mehr machen. Ja, hier müssen wir eigentlich auch nichts mehr machen. Ich meine, wir können den Dampfmauerbohrer zwar noch erforschen, aber... bringt uns eigentlich nichts mehr. Wir könnten höchstens noch schauen, dass wir medizinische Automatone herkriegen. Das wäre noch eine Option. Wie viele Tage haben wir noch? Noch 6 Tage. Dann holen wir uns noch einen Kern oder 2. Dann holen wir uns noch einen Kern oder 2. Das schaut so geil aus. Diese Jägerkolonne da unten. Und wir brauchen noch ein paar Prothesen, fällt mir gerade auf. Dann machen wir da mal, keine Ahnung, 30, 40 vielleicht, dass das klappt. Und dann machen wir hier noch die rationalisierten Prothesen. Der kann hier wieder neue Überlebende zum... Oh, okay. Eventuell müssen wir hier Leute einfach zur Stadt schicken, damit wir noch alles abgedeckt kriegen.
Kann sein, dass wir sonst nicht alle Überlebenden retten können. Schauen wir einfach mal. Speer sind zurückgekehrt. Wunderbar. Dann ab zu den gezackten Felsen. Die sind hier nämlich noch am nächsten beim Sturm. Dass wir die hier noch abkriegen. Das hier unten, das können wir eventuell noch später machen. Aber die gezackten Felsen, das ist schon sehr nah am Untergang. Automatons sollten wir noch ein paar auf der hohen Kante haben, oder? Ja, weil wir brauchen ja nicht alle beim Holz später. Und beim Stahl brauchen wir eigentlich gerade auch keinen mehr. Stahlwerk, da nehmen wir jetzt einen weg. Dampfstrahler brauchen wir da auch nicht. Und dann gehen wir hier rüber. Außer Betrieb. Aber, okay. Und dann hauen wir hier ein Automaton rein. Holen uns hier noch Kohle. Und wir brauchen wieder mehr Häuser. Es sind nämlich wieder neue Leute angekommen. Das heißt, wir machen hier noch eine Auffüllung. Ich glaube, dann baue ich schon mal ein bisschen vor. Hier hinten haben wir dann gar keinen Platz mehr. Und das ist eben das, weswegen ich noch mehr Nahrung holen will. Weil wir haben ja jetzt dann immer mehr Leute, die wir hier versorgen müssen. Das heißt, es steigt natürlich auch der Nahrungsmittelverbrauch. Und da müssen wir halt dann mal schauen, wie das hier noch funktioniert. Okay, rationalisierte Forschung, Prothesen sind geforscht. Prothesen werden 50% schneller hergestellt. Das ist auch gut. Und dann jagen wir hier mal weiter durch. Ah, die Speer sind angekommen. Wir haben die Überreste des Lagers übersucht. Hier war noch eine wissenschaftliche Operation. Das war wahrscheinlich der Nansen. Schauen wir mal hier hoch. Das wird relativ risikoreich hier. Oh, ich glaube, hier oben können wir uns nicht mehr wirklich lange den Kern noch holen. Ja, ich glaube, wir reißen den ab. Ich glaube, das war's. Das war's. Ich will da kein Risiko eingehen. Ich will keine Leute verlieren da oben. Wenn da der Sturm schon so nah ist. Die können sich jetzt hier wieder zurückziehen. Dann haben wir noch einen Kern. Das heißt, ich baue noch ein Krankenhaus und gut ist. Hallo? Ah ja, genau. Hier unten hätten wir noch den Dampfkohlegenerator. Dann haben wir da noch mehr Kohle. Und dann mache ich hier für die Gesundheit noch ein Krankenhaus hin. Passt hier noch genau rein. Wunderbar. Und dann mache ich hier noch ein weiteres großes Rohstofflager. Wo können wir das noch hinmachen? Kriegen wir das noch hier irgendwie rein? Kriegen wir sogar noch mehrere rein. Zwei Stück. Alright. Schaut gut aus. Mir gefällt auch meine Stadt. Unsere kleine Farm hier. Sehr schön. Noch mehr zurückgekehrte Leute. Noch mehr gerettete Leute. Dann würde ich sagen, schicken wir die noch hier hin. Es wird langsam spannend. Der Sturm kommt. Unaufhaltsam. Optimierte Prothesen sind auch erforscht. Ich glaube, dann sind wir mit der Forschung durch. Dann haben wir nämlich auch wieder Automatons frei. Wenn wir nicht mehr forschen müssen mit den Dingern. Ja, ich glaube, das war's. Mehr müssen wir eigentlich nicht forschen. Ich meine, wir könnten jetzt zum Spaß noch alles Mögliche erforschen. Einfach auf Teufel komm raus, aber wir brauchen es eigentlich nicht mehr. Das heißt, ich würde sagen, Forschung beendet. Wir ziehen unsere Automatons ab. Und, ja, setzen die stattdessen hier ein. So, dass eigentlich jetzt alles außer den Jägern mit Automatonen betrieben wird. Wir können dann eigentlich auch so nach und nach die Krankenhäuser mit Automatonen
betreiben, so dass in der kältesten Kälte eigentlich niemand mehr arbeiten muss, außer den Robotern. Das ist so das Ziel eigentlich. Dann erforschen wir hier noch. Wir haben etliche Leichen in den beschädigten Kettenfahrzeugen gefunden. Einige von ihnen sind zerrissen, als ob sie teilweise von Tieren aufgefressen wurden. Wir vermuten, dass das Eisbären waren. Wir werden nie erfahren, was hier passiert ist. An diesem schrecklichen Ort gibt es nichts Nützliches. Dann würde ich sagen, ab zum großen Krater. Mal schauen, was es da so gibt. Und vielleicht haben wir ja da einen Hinweis darauf, was eigentlich passiert ist. Denn das haben wir ja bisher immer noch nicht erfahren. Was ist dann die Ursache der Kälte? Keine Ahnung. Weiß niemand. Kann einem keiner sagen. Das ist so ein bisschen tricky. Und dann schauen wir mal. Dann ziehen wir hier weiter. Okay, wir haben noch unseren letzten Kern bekommen. Ah. Und dann können wir hier noch erforschen. Gezackte Kohle. Wir erlangen nützliche Technologie. In den Ruinen der unterirdischen Basis riecht es nach Schwefel. Es muss einst ein warmer und geschützter Ort gewesen sein, aber jetzt ist es gefährlich, in die Tiefen vorzudringen. Beim Erforschen der Ruinen finden wir eine Aktentasche, auf der Name Nansen steht. Sie scheint einige interessante Baupläne zu enthalten. Ab zu Nansen Sturmwacht. Das wird jetzt wirklich knapp da vorne. Vielleicht finden wir da noch den Nansen. Bin sehr gespannt. Okay, ich glaube, dieses eine Außenpostenteam können wir jetzt auflösen. Das hier. Auflösen. Und dann haben wir hier wieder 5 Kranke. Meine Güte, wie viele Kranke denn noch? Hör mal, ich habe hier zig Millionen Krankenhäuser gefühlt. Also da kommen wir einfach auf keinen grünen Zweig. Und dann nehmen wir hier noch Essensrationen. Dann sollten wir da durch sein und dann machen wir hier noch einen Automaton, der das Krankenhaus bedient. Und dann bauen wir noch ein weiteres Krankenhaus. Dann sind wir da aber auch schon am Limit. So langsam komme ich auch platztechnisch ans Limit. Sehr viel mehr können wir hier nicht mehr versorgen. Was haben wir hier? Hungrige Mutter, gebt ihr 2 Essensrationen. Abfahrt. Niemand soll hier verhungern in der Kälte. Stattdessen können wir hier noch schauen. Wir machen hier noch eine Patrouille. Und wir machen hier noch ein bisschen Propaganda. Dann steigt hier die Zufriedenheit immer. Speer sind angekommen. Großer Krater. Der Krater ist frisch. An seinem Rand sieht man gebrochenes Eis. Wir haben im Lager nach Hinweisen über das Schicksal der Wissenschaftler gesucht, aber nichts gefunden. Hier ist alles ordentlich, aber irgendwas stimmt nicht. Es sieht aus, als seien sie zu einer Aufgabe aufgebrochen und nicht zurückgekehrt. Vielleicht wollten sie in den Krater hinabsteigen und haben sich im Labyrinth des Eises verirrt. Oder sie sind in den Schneesturm geraten. Oder beides. Okay. Ja gut, dann... Hier kann man auch das Tagebuch lesen. Ach, das haben wir ja gerade gelesen. Dann würde ich sagen, diese Speer gehen zu den Eishöhlen. Wie lange brauchen die hier noch? Lange. Dann schauen wir mal. Ich bin gespannt. Langsam wird es eng. Langsam wird es eng. So weit war ich noch nie in der Kampagne. Es wird noch einmal wärmer, bevor es dann richtig kalt wird, habe ich das Gefühl. Und hier können wir nochmal den hier machen. Und wir brauchen noch mehr Prothesen. Ach du Heilige. Dann machen wir hier, keine Ahnung, 50 Stück vielleicht. Hier sind noch Speer angekommen. Nansens Warnung. Wir haben eine Nachricht von Nansen und seinen Mitarbeitern gefunden. Das Ausmaß der kommenden Kälte ist schwer vorherzusagen. Sie wird weit unter jeder Temperatur liegen, die je auf Erden gemessen wurde. Stürme der Windstärke 10 sind zu erwarten, da der Jetstream beim Abfallen nachzulassen scheint. Danach sollte sich das Klima langsam bessern. Wir ziehen in Richtung dieses apokalyptischen Sturms, um unsere Vorhersagen zu überprüfen. Lebt wohl, der Allmächtige möge euch schützen. Okay, dieser Nansen scheint komplett verrückt zu sein. Der zieht da einfach rein in den Sturm. Der hat überhaupt keine Angst. Holy moly. Der ist da einfach reingestürzt. Okay, das heißt, wir nehmen unsere Speer. Und ja,
Das war's. Diebstahl und Aufstände. Wir haben die Diskrepanz zwischen Verbrauch und Produktionsmenge untersucht. Es hat sich herausgestellt, dass die Köche Nahrungsmittel stehlen. Postiert Wachen. Ja, wir möchten jetzt noch niemanden verbannen. Das ist der sichere Tod für die Leute. Aber wir postieren auf jeden Fall Wachen. Und ja, ich glaube, das ist schon die potenziell vorletzte Episode, denn der Sturm kommt hier schon in 4 Tagen. Wir sind soweit bereit. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim Finale. Nächste Episode. Falls wir uns bis dahin natürlich heute nicht mehr sehen sollten, wünsche ich euch einen wunderschönen guten Tag, guten Abend und eine gute Nacht.